Gaudenz, du sagst, der KGL ist auch in der Familienpolitik sehr aktiv. Wie muss man das verstehen? Ja, sichere Arbeitsplätze, das ist eigentlich in unseren Augen die beste Familienpolitik. Man muss sehen, Arbeitslosigkeit ist für Familien eine riesige Gefahr. Es sind schon sehr viele Familien wegen Arbeitslosigkeit auseinandergebrochen. Und wenn wir im Kanton Luzern können sichere Stellen schaffen, ist das in unseren Augen wirklich die beste Familienpolitik. Ja, aber mit dem ist es ja auch nicht gemacht, oder? Nein, natürlich nicht. Es ist vor allem auch ganz wichtig, die Vereinbarkeit von Familien und Beruf. Oder? Es muss uns gelingen, junge Eltern im Arbeitsprozess innezuhalten mit höheren Pensen und andererseits auch wieder den Wiedereinstieg elegant zu machen, dass sie wirklich wieder zurück in die Arbeitsmärkte hineinkommen können. Und dort sind wir auch sehr aktiv. Ist das aber nicht eigentlich die Aufgabe der Gemeinde? Das ist schon so, aber es braucht eine Zusammenarbeit. Es braucht eine Zusammenarbeit, damit man wirklich auf Ebene Bund, Kanton und Gemeinde wirklich kann massiv die Kosten noch runterbringen kann. Die Kita-Plätze sind einfach im Moment viel zu teuer. Wenn jemand arbeiten geht und gleichzeitig das Kind in der Kita hat, verdient er netto eigentlich nicht mehr. Ja, höhere Löhne zum Beispiel würden der Familie auch massiv helfen. Wäre das ein Ansatz? So. Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, die Unternehmerinnen und Unternehmer probieren wirklich attraktive Löhne zu bieten, aber es ist natürlich limitiert. Und wenn man eine Lohnerhöhung machen kann im aktuellen Umfeld, ist es meistens leider so, dass Krankenkassen das gerade wieder wegfressen. Das ist auch ein bisschen frustrierend auch für die Arbeitgeber, wenn man sieht, man gibt sich Mühe, eigentlich die Löhne können wieder ein Stückchen zu erhöhen. Aber für die Arbeitnehmer ist es eigentlich eine Nullsumme, es geht gerade wieder weg zu den Krankenkassen. Darum setzt ihr ja eigentlich bei den Steuern an. Ist das denn wirklich die Lösung? Also wir tun einfach dort aktiv sein, wo wir etwas machen können. Es ist eben ein bisschen frustrierend im Gesundheitswesen, dass die Politik auf nationaler Ebene dort wirklich den Fortschritt nicht hinbringt. Also fokussieren wir uns auf das, wo wir etwas machen können. Das ist kantonal bei den Steuern. Tiefe Steuern, das entlastet auch die Familie. Ein weiteres Thema in der Wirtschaft ist ja Gleichberechtigung. Wie sieht es da so im Moment aus? Kann man noch von einem Problem reden? In den Medien wird gerne ein bisschen dargestellt, dass ob die Unternehmerinnen und Unternehmer würden irgendwie Frauen diskriminieren bei den Löhnen. Das ist sicher nicht so. Aber wir haben das Problem bei der Besetzung von der Geschäftsleitungen, von der Verwaltungsräte. Dort hätten wir gerne eigentlich eine 50-50 Beteiligung. Aber wir finden zum Teil einfach wirklich die Leute nicht. Und da sind wir wieder ein bisschen beim Thema Vereinbarkeit von Familien und Beruf. Ja, und die Basis, sieht denn die Basis das auch so? Ja, ich denke, dass man aktiver von der Wirtschaft muss dort dabei sein muss, das ist schon bei allen jetzt auch angekommen. Zusammen mit dem Fachkräftemangel, das hat schon auch die Perspektive auf das Problem bei Haufen verändert. Ja, da sind wir gespannt, was ihr da alles noch bewirken könnt. Ja, wir werden uns auf jeden Fall Mühe geben.